Hallo miteinander. In der heutigen Folge setzen wir unsere Reise durch die Außenpolitik des Dritten Reiches fort. Und zwar sprechen wir heute über eine der letzten Phasen, eines der letzten Kapitel, bevor der Zweite Weltkrieg schlussendlich ausbrechen sollte. Und dieses Kapitel war die Zerschlagung der Tschechoslowakei, die Adolf Hitler ja bereits mit der Sudetenlandfrage in Bewegung gesetzt hatte. Worum es jetzt dabei ging und wie der Rest der Tschechoslowakei sich in seine Bestandteile auflösen sollte, darum geht es jetzt in den kommenden Minuten. Los geht's! Wir erinnern uns, nach Jahren einer recht aggressiven Außenpolitik, die immer wieder Erfolge hatte vorweisen können, sollte Hitler 1938 sein großes Jahr außenpolitisch feiern, wenn man das so sagen kann. Auf der einen Seite hatte er Österreich annektiert, im Anschluss hatte also damit einen zentralen Staat, der auch im Weg stand, letztlich bei der Ostexpansion aufgesaugt. Mit der Zerschlagung des Sudetenlandes war ihm dann 1938 ein weiterer Coup gelungen, denn hier hatte nun die Wehrmacht und das Dritte Reich insgesamt einen Fuß in die Tschechoslowakei bekommen. Hitler hatte die innere Lage der Tschechoslowakei dazu genutzt, zu destabilisieren, denn das Sudetenland, eine Region in der Tschechoslowakei, war vor allem von einer deutschen Minderheit besiedelt gewesen und diese deutsche Minderheit hatte durchaus Probleme eben mit dieser tschechischen Verwaltung, weil man eben mehr Autonomierechte beispielsweise haben wollte. Und diesen Widerstand dieser deutschen Minderheit hatte Adolf Hitler ja bewusst forciert, hatte das Ganze vorangetrieben, um die Prager Regierung, also die offizielle tschechische Regierung, zu destabilisieren. Doch mit dem Ergebnis der Münchner Konferenz 1938 war Hitler seinem Ziel natürlich ein Stück weit näher gekommen, aber eben noch nicht dem Endstand, den er eigentlich haben wollte. Denn Hitler hatte jetzt zwar einen Fuß in die Tschechoslowakei bekommen, das Sudetenland wurde vom Deutschen Reich annektiert, aber ein Rest Tschechoslowakei, die Resttschechei, war ja immer noch vorhanden. Das Prager Zentrum mit seiner eigenen Regierung war nach wie vor da und behinderte Hitlers Pläne im Osten. Aus Hitlers Sicht war das Münchner Abkommen in gewisser Weise ein Reinfall gewesen. Denn das Münchner Abkommen hatte ihn im Grunde daran gehindert, seinen großen Krieg zu führen, den er eigentlich seit Jahren wollte. Doch das hatte sich im Nachhinein, wie ich das auch in der letzten Folge schon beschrieben hatte, als einen Glückstreffer erwiesen. Denn immerhin konnte Hitler sich jetzt vor der eigenen Bevölkerung als der Friedenswahrer und Friedensstifter Europas darstellen, obwohl er natürlich das genaue Gegenteil verfolgte, nämlich einen monströsen Krieg, der schlussendlich Millionen von Menschen das Leben kosten sollte. Doch mit den Absprachen von München hatte Hitler es schlussendlich geschafft, die zentralen westeuropäischen Politiker, die Regierungspolitiker, zu überzeugen. Briten und Franzosen hatten sich auf dem Höhepunkt dieser Appeasement-Politik mit Hitlers Zusagen abgefunden, hatten Hitlers Worten Vertrauen geschenkt. Obwohl Hitler ja bei jeder Gelegenheit bis dahin gezeigt hatte, dass man seinen Worten eigentlich nicht trauen konnte. Damit hatte die Münchner Konferenz im September 1938 den Frieden in Europa ein Stück weit länger bewahrt. Doch das Ganze natürlich zu einem hohen Preis. Denn hier war mit der Tschechoslowakei im Grunde ein souveräner Staat in seinen Grenzen tangiert worden. Denn das Dritte Reich hatte hier im Grunde Grenzverschiebungen vorgenommen mit der Annexion des Sudetenlandes, die man ja eigentlich so gar nicht mehr erreichen wollte. Denn nach dem Ersten Weltkrieg waren ja die Grenzen festgezurrt worden, nach und nach und mit den Verträgen, die danach kamen. Und hier hatte Hitler im Grunde die gesamte europäische Ordnung, die europäischen Grenzen in Frage gestellt. Das hatte er zwar im Grunde auch bei Österreich getan, doch bei Österreich war man immer noch der Ansicht gewesen, ja na gut, das ist irgendwie ein deutscher Hinterhof und viele Österreicher wollen ja sowieso zu Deutschland, da ist das noch nicht so gravierend, aber bei der Tschechoslowakei zog dieses Argument natürlich nur eingeschränkt. Mit der Annexion des Sudetenlandes hatte Hitler und damit die Wehrmacht nun einen Fuß in der Tschechoslowakei. Und das war natürlich von militärischer Bedeutung, denn Hitler hatte bereits 1937 ganz klar gesagt, dass die Zerschlagung der Tschechoslowakei, nicht die Zerschlagung oder Annexion des Sudetenlandes, sondern die Zerschlagung der Tschechoslowakei insgesamt ein zentrales Ziel für ihn war. Und damit war eben klar, dass der Rest Tschechei mit der Prager Regierung auch nicht mehr lange bestehen sollte, sondern das war natürlich jetzt ein Rest, den Hitler auf kurz oder lang auch beseitigen wollte. Und damit begann er im Grunde schon Ende 1938
Im Grunde eigentlich direkt nach dem Münchner Abkommen, an das er sowieso nie wirklich geglaubt hatte. Und 1939 sollte das Ganze dann in die Tat umgesetzt werden. Bereits im Dezember 1938 sollten Pläne zur Zerschlagung der Tschechoslowakei insgesamt in Planung gegeben werden. Im November 1938 hatte Hitler zudem bereits Pläne veranlasst, einen Angriff auf Polen vorzubereiten. Es ging ja vor allem zunächst einmal um die Eroberung der Stadt Danzig. Doch bevor Polen nun das große Ziel werden sollte und damit das letzte Ziel vor dem Ausbruch des Krieges, beziehungsweise mit dem Ausbruch des Krieges, sollte nun der Rest der Tschechei folgen. Im Februar 1938 setzte Hitler seine Pläne in die Tat um. Und wieder einmal, genauso wie bei der Frage des Sudetenlandes, nutzte Hitler innere Streitigkeiten in der Tschechei. Denn nicht nur das Sudetenland und die deutsche Minderheit war ein zentrales Problem für die Prager Regierung gewesen mit den verschiedenen Autonomiebestrebungen, sondern auch die Slowakei selbst. Denn in der Slowakei existierten verschiedene Separatistenbewegungen, die nun die Lage, die geschwächte Lage der Prager Regierung nutzen wollten, um sich von der Tschechei abzuspalten. Also die Slowakei wollte einen eigenen Weg gehen, einen eigenen Staat gründen und das sollte Hitler nutzen, indem er die Slowakei dazu überreden konnte, mehr oder weniger, sich von der Tschechei abzuspalten. Auf Druck Hitlers erklärte nun die Slowakei ihre Unabhängigkeit von der Prager Regierung. Und damit war die Tschechoslowakei innerlich noch einmal massiv geschwächt worden. Gleichzeitig setzte Hitler jetzt auch der Prager Regierung, die ja jetzt noch schwächer, wie gesagt, dastand als zuvor, die Pistole auf die Brust und sagte ihnen, ihr habt im Grunde eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Entweder ihr führt Krieg gegen uns oder ihr kapituliert. Und die Prager Regierung entschied sich wohlwissend der militärischen Überlegenheit der Deutschen für die zweite Lösung. Damit sollte Hitler seinen letzten Erfolg vor Ausbruch des Zweiten Weltkrieges erlangen. Er hatte hier sein Ziel zumindest auf der Oberfläche friedlich erreicht, doch natürlich war das Ganze unter der Oberfläche mit einem massiven Druck auf die tschechische Regierung verbunden gewesen. Man könnte also sagen, er hatte seinen Konflikt kämpferisch zwar in gewisser Weise erreicht, aber eben noch nicht kriegerisch. Am 15. März 1939 marschierte die Wehrmacht infolge der tschechischen Kapitulation in der Tschechoslowakei ein, beziehungsweise in der Resttschechei, nämlich in Böhmen und Mähren, und sollte diese Gebiete nun zu einem deutschen Protektorat machen, dem Protektorat Böhmen-Mähren. Damit war das Schicksal eines eigenständigen tschechoslowakischen Staates, der nach dem Ersten Weltkrieg ja erst entstanden war, zunächst einmal besiegelt. Hier hatte die deutsche Wehrmacht sich jetzt nur niedergelassen und die Tschechoslowakei sollte, genauso wie dann später Polen, eine Voraussetzung sein für die Ostexpansion, die ja in Hitlers Ideologie angelegt war. Die Reaktion der verschiedenen europäischen Mächte auf die Zerschlagung der Tschechoslowakei fiel gemischt aus. Auf der einen Seite waren weder die Briten noch die Franzosen sonderlich begeistert von dem, was Hitler jetzt getan hatte. Selbst die Italiener zeigten sich äußerst skeptisch, denn hier hatte Hitler jetzt im Grunde einseitig die Absprachen von München für null und nichtig erklärt. Auf der anderen Seite war natürlich Mussolini und Italien mittlerweile viel stärker auf Deutschland fixiert als auf Frankreich oder Großbritannien und deswegen blieb man auch weiterhin Hitlers Verbündeter. Und auf der anderen Seite waren Franzosen und Briten natürlich auch nach wie vor auf dem Höhepunkt ihrer Appeasement-Politik. Einen Krieg wollte man nicht haben, der war in den eigenen Bevölkerungen unpopulär, obwohl jetzt nach und nach in Großbritannien sich die ersten Risse zeigen sollten. Denn der britische Premierminister Neville Chamberlain hielt weiterhin an seiner Appeasement-Politik fest. Er war der Meinung, hier muss man diesen Appeasement-Kurs weiterverfolgen, am Ende wird man Hitler irgendwie einhegen können. Doch sein langjähriger Gegenspieler Winston Churchill kochte jetzt im Grunde vor Wut. Denn Churchill sah sich jetzt immer wieder bestätigt über die Jahre überall, wo er gewarnt hatte vor der Aggressivität Hitlers und davor, dass man Hitler eben nicht beschwichtigen kann und dass deswegen Appeasement nicht funktionierte, hatte sich für ihn als zutreffend erwiesen. Und so kam es dazu, dass in der britischen Bevölkerung nach der Zerschlagung der Tschechoslowakei immer mehr ein Bewusstsein dafür anwuchs, dass man Hitler auf Dauer möglicherweise doch stoppen müsste. Denn hier hatte man das Gefühl, dass man ja irgendwann selbst auf dieser Liste Hitlers landen würde und dass man möglicherweise hier in eine deutsche Sklaverei auf Dauer kommen könnte. Und so stellte sich nun immer mehr die Frage, Krieg oder auf Dauer riskieren, dass man der Nächste auf Hitlers Speisekarte war.
Dieses Bewusstsein, dass man jetzt hier möglicherweise doch gegen Hitler vorgehen müsste, kam zunächst einmal in der britischen Bevölkerung auf und ergriff natürlich dann auch das Parlament und die verschiedenen Fraktionen. Und damit geriet natürlich der Premierminister Chamberlain nun immer weiter unter Druck, sodass er letztlich auch Zugeständnisse machen musste. Und dieses Zugeständnis war schlussendlich, dass man jetzt warten wollte, wie geht Hitler mit Polen um. Denn man wusste natürlich, dass Hitler sein Auge auch auf Polen gerichtet hatte. Und hier wollte man jetzt die Probe aufs Exempel machen, konnte man verhindern, dass Hitler Polen besetzt oder nicht. Und würde Hitler jetzt den Schritt, den er bei der Tschechoslowakei gewagt hat, nämlich die Zerschlagung eines Staates, auch bei Polen anwenden, dann müsse man hier schlussendlich die Reißleine ziehen. Und so sollte es ja dann auch kommen. Dass der Krieg nach dieser Denkweise schlussendlich kommen musste, war im Grunde von Anfang an klar gewesen. Denn Hitler hatte ja über die ganzen Jahre nie einen Hehl draus gemacht, dass er diesen Krieg wollte. Und insofern war die Appeasement-Politik natürlich, genauso wie Winston Churchill es eben eingeschätzt hatte, von Anfang an ein Witz gewesen. Man konnte Hitlers Kriegsstreben nicht verhindern, sondern man hatte ihm damit im Grunde immer nur wieder neue Zeit verschafft, die er nutzen konnte, sich besser aufzustellen und seine Ziele zu verfolgen. Doch mit dem Angriff auf Polen am 1. September 1939 durch die deutsche Wehrmacht sollte nun den westlichen Demokratien endgültig die Geduld ausgehen. Man hatte zuvor Sicherheitszusagen an Polen gegeben und wollte die jetzt nun umsetzen. Und damit sollte dann der Zweite Weltkrieg ausbrechen, der sich bis 1945 ziehen sollte und Millionen von Todesopfern fordern sollte. Doch bevor wir uns dem Zweiten Weltkrieg widmen, werden wir uns in der nächsten Folge noch einmal dem Thema Polen widmen, werden schauen, wie Hitler diese Zerschlagung Polens letztlich geplant hatte und natürlich dabei auch besonders auf den Hitler-Stalin-Pakt dann zu sprechen kommen. So viel bis hierhin. Ich fasse noch einmal zusammen. 1938 war das letzte erfolgreiche Jahr für Adolf Hitler im Sinne eines nicht kriegerischen Kurses in Europa. Er hatte seine aggressive Außenpolitik einmal mehr durchgesetzt. Nach der Annexion Österreichs und der Annexion des Sudetenlandes hatte er nun die restliche Tschechoslowakei zerschlagen, hatte die Prager Regierung abgesetzt und hatte ein deutsches Protektorat Böhmen-Mähren errichtet. Damit war die Wehrmacht im Zentrum angekommen, von wo aus sie ihren Lebensraumfeldzug im Osten umsetzen konnte. Der letzte Staat, der jetzt hier nur noch im Weg stand, war Polen. Und Polen sollte zur letzten Probe werden für die Westmächte, ob man die Appeasement-Politik aufrechterhalten konnte. Bei der Tschechoslowakei hatte man zähneknirschend noch einmal zugesehen, doch bei Polen schlussendlich sollte die Geduld der Westmächte sich dem Ende neigen und damit der Zweite Weltkrieg ausgelöst werden. So viel erstmal bis hierhin. Falls euch diese Folge gefallen hat, dann hinterlasst doch bitte einen Daumen hoch, abonniert den Kanal, teilt und empfehlt das Video weiter, hinterlasst doch gerne einen Kommentar mit Feedback, Themenanregungen und ähnlichen Bemerkungen und ansonsten sehen wir uns dann beim nächsten Mal bei welcher Folge und welchem Thema auch immer. Macht's gut!